Hallo, schön, dass du hereinschaust. Ich bin Angelika Bieber und ich habe heute ein paar Ideen für dich dabei, wie du einen Herbstwald malen kannst in unterschiedlichen Techniken. Viel Spaß beim Ausprobieren. Die erste Möglichkeit, einen Herbstwald zu malen, möchte ich euch jetzt zeigen, und zwar auf einer weißen Leinwand und gemischt aus den Komplementärfarben. Ja, und die Komplementärfarben, das sind ja die Primärfarben. Das ist einmal das Magenta, das Cyan, das Yellow, und dann verwende ich noch ein bisschen Schwarz und ein Titanweiß dazu. Und das eignet sich wirklich ganz hervorragend auch, um so ein bisschen gebrochene Farbtöne herzustellen, wie es ja im Herbst auch der Fall ist. Ja, und das zeige ich euch jetzt mal. So, damit die Farben nicht so rein sind, die Grundtöne, mische ich mir jetzt so ein paar Töne untereinander. Und wenn ich immer nur zwei Farben miteinander vermische, dann bleiben die ja rein. Aber wenn ich mehr als zwei Farbtöne miteinander verziehe, dann bekomme ich ja eher so gebrochene Klänge. Und da kann ich beide Qualitäten nutzen, um jetzt mein Herbstbild zu malen. So, ich breche jetzt auch schon das Blau ein ganz klein bisschen, dass es also jetzt nicht ganz so leuchtend ist. Das ist schon ein bisschen matter, und lege mir jetzt erstmal einen Hintergrund an. Einen Himmel, der praktisch so durch die Bäume durchschimmert. Das war jetzt ein bisschen wenig Farbe, deswegen vermische ich mir das noch mal auf der Leinwand miteinander. So, der Hintergrund muss ja jetzt auch nicht super perfekt sein, weil da kommen ja überwiegend die Bäume auch davor. Das ist dann also ganz gut, wenn ich feinere Details male, dass ich dann nicht den Hintergrund extra aufbringen muss, noch zwischen diese Details. Deswegen beginne ich jetzt ganz klassisch hier mit dem Hintergrund. So, ich habe mir noch ein bisschen mehr Farbe hier vorgelegt. Ich möchte die Töne alle eben sehr viel heller haben und ein bisschen gebrochener noch. Und da gehe ich noch mal in das Gelb und in das Magenta. Jetzt vermische ich quasi alle drei Töne miteinander plus Weiß, und ich bekomme so einen leicht gebrochenen hellblauen Pastellton. So, im Vordergrund möchte ich auch schon so ein bisschen herbstliche bräunlich-orange Töne. Kann ich auch noch mal ein bisschen Schwarz dazugeben. Das ist übrigens eine schon mal bearbeitete Leinwand, also da ist irgendein altes Bild drunter, das habe ich noch mal grundiert. Und deswegen habe ich da so leichte Farbspuren noch drunter gehabt, aber das ist gar kein Problem. Die Acrylfarbe deckt ja, und da kann ich immer wieder drüber arbeiten. So, damit die Spannung jetzt noch ein bisschen größer wird im Hintergrund, ziehe ich mir noch mal am Horizont ein bisschen was Helleres hinein. Also das ist da noch ein bisschen dunstiger.
Okay. So, jetzt brauche ich einen feineren Pinsel, um schon mal die ersten Bäume da hineinzuziehen, damit ich überhaupt weiß, wo ich bin. Da brauche ich jetzt noch mal das Rot, etwas Schwarz, also Magenta. Ich mische mir ein bisschen Gelb noch mit hinein. Dann habe ich so ein ganz dunkles Rotbraun. Und damit ziehe ich mir schon mal die ersten Bäume hinein, damit ich überhaupt weiß, wo stehe ich, wie ist die Perspektive, wie ist der Blick. So, die Bäume, die setze ich jetzt natürlich so, dass die großen vorne, die sind also so weit vorne, dass die auch gar nicht unter Umständen ganz drauf passen. Und die sind auch dicker und die setze ich auch weiter unten an. Und eine gewisse Tiefe bekomme ich, indem ich die dünneren, also dünnere Bäume setze. Und die setze ich weiter hinten rein. So, und jetzt habe ich schon die erste Tiefenwirkung, weil ich täusche ja jetzt eine Perspektive vor. Die im Vordergrund stehenden Bäume sind größer und alles, was weiter hinten liegen soll, setze ich feiner hinein und weiter ins Bild hoch. Und so habe ich schon eine tolle Perspektive kreiert und man kann sich schon vorstellen, dass man da so durch den Wald laufen kann. Natürlich müssen da jetzt noch ein paar mehr Bäume rein. Die dürfen auch nicht allzu gerade sein, also die können ruhig so ein bisschen windschief und krumm drin stehen, damit wir wirklich auch eine Spannung haben, damit es natürlich aussieht. So, dadurch, dass ich jetzt hier was in Gelb reinziehe, kommt das erste Licht auch schon. Und das Licht kann ich zum Teil, das werde ich gleich noch verstärken, auch schon mal auf die Bäume setzen. Wir haben also eine Beleuchtung hier von der rechten Seite. So, ich hatte jetzt noch mal einen feineren Pinsel genommen hier. Das ist mir alles noch ein bisschen zu ordentlich. Deswegen ziehe ich noch mal was Schräges hinein. So, damit ich noch mal ein paar ganz feine Elemente hineinbekomme, nehme ich jetzt mal hier so ein Woody. Und damit, also besser wäre es, wenn ich jetzt erstmal trocknen lassen würde, weil die unterste Schicht ist jetzt eben noch recht feucht. Kratze ich mir so ein bisschen was hinein, aber das ist jetzt hier auch nicht so schlimm.